Darf eine Frau moralisch gesehen abtreiben? Kritische Überlegungen zu Judith Jarvis Thompson Essay, A Defense of Abortion. Darf eine Frau aus einer moralischen Perspektive abtreiben? Judith Thompson behauptet ja, beziehungsweise unter fast allen Umständen darf eine Frau abtreiben. Es sei denn beispielsweise, wenn sie absichtlich vor dem Zeitpunkt der Schwangerschaft eine Schwangerschaft intendiert provoziert hat. Aber wie wird diese These begründet? Schauen wir uns doch mal an, was Judith in ihrem Aufsatz A Defense of Abortion genau schreibt. Doch zuerst möchte ich darauf hinweisen, dass ich die Frage auf einer bestimmten Weise formuliert habe. Darf eine Frau abtreiben und nicht sollte eine Frau abtreiben? Der Unterschied ist intuitiv klar. Die erstere fragt sich, was moralisch erlaubt ist. Die zweite, was moralisch geboten ist. Mundraub darf in Notsituationen moralisch erlaubt sein. Zweifelsohne ist aber in diesen Situationen nicht moralisch geboten. Beziehungsweise es könnte immer noch sein, dass man mehrere Handlungsalternativen zur Auswahl stehen und man vielleicht die Möglichkeit noch zum Betteln hat und so weiter. Bezogen auf Judiths Überlegungen kann ich im Nachhinein schon mal feststellen, geht ihr darum, ob Abtreibung moralisch erlaubt sein sollte. Aber nun endlich zum Text. Thompson merkt als allererstes an, dass ihre Verteidigung der Abtreibung nicht annehmen braucht, dass Föten keine Personen sind. Das ist wichtig, denn die Zulassung dieser Annahme ermöglicht, im Abtreibungskontext über Mord zu reden. Wenn Föten Personen sind und diese durch eine beabsichtigte Abtreibung sterben, dann ist dies Mord. Doch natürlich möchte Thompson das nicht so stehen lassen. Aber driften wir nicht zu sehr ab. Nach dieser Voraussetzung, dass Föten Personen sind, wie verteidigt sie die Abtreibung? Nun, wir sollten zwei verschiedene Fälle unterscheiden, die sie bespricht und bei denen sie auch unterschiedliche Argumentationen verwendet. Zum einen haben wir die Frage nach dem Erlaubtsein der Abtreibung in Fällen, bei denen die Frau sonst bei der Geburt sterben würde. Zum anderen dieselbe Frage, aber in Fällen, bei denen die Frau nicht sterben würde und bei der die Geburt und die Schwangerschaft keine ernsthaften gesundheitlichen Risiken besitzen würde. Nennen wir die ersteren Fälle übersichtshalber die gefährlicheren Fälle, die zweiten die nicht gefährlicheren Fälle. Meines Erachtens nennt sie zwei Argumente für das Erlaubtsein der Abtreibung im gefährlichen Fall. Aber zuvor sollten wir die Problematik des Falls darstellen. Bei dem gefährlichen Fall steht das Leben von zwei Personen auf dem Spiel. Wenn die Frau abtreibt, stirbt das Kind. Wenn das Kind geboren wird, stirbt die Frau. Befürworter der Abtreibung mögen argumentieren, dass die Frau bei der Abtreibung ihre Handlung beabsichtigt und somit auch beabsichtigt, ein unschuldiges Kind zu töten und gar Mord zu begehen. Während hingegen die Frau bei der Geburt nur stirbt, weil niemand durch eine Handlung beabsichtigt, sie zu töten. Aber wenn sie durch die Geburt stirbt, ist es wieder ein Unding von Mord zu reden. Und es wäre angemessener von Notwehr zu reden. Es kann nicht moralisch verwerflich sein, jemand anderes zu töten, um sein eigenes Leben zu retten. Das erste Argument, kann man also sagen, bezieht sich auf das Recht des Lebens. Doch dieses Argument ist noch nicht entscheidend, denn viel eher entsteht hier ein Unentschieden. Wir können beispielsweise für das Interesse des Kindes reden, das es leben möchte und der auch beanspruchen kann, sich vor seinem Tod zu schützen, indem andere die Mutter bei der Abtreibung von ihm hindern. Allerdings wohnt das Kind im Körper der Mutter. Doch der Körper gehört der Mutter, nicht ihm. Das Verbot der Abtreibung verletzt somit die körperliche Autonomie der Mutter, das heißt ihr Recht, über ihren Körper nach Belieben zu verfügen, weil das Verbot verlangt, dass die Mutter die Nutzung ihres Körpers durch das Kind hinnehmen muss. Das zweite Argument bezieht sich somit auf das Recht der körperlichen Autonomie und entscheidet bei den gefährlicheren Fällen das Urteil. Anders als beim Kind, dessen Recht auf Leben durch die Abtreibung verletzt, nur wird bei der Mutter nicht nur das Recht auf Leben verletzt, sondern zudem ihr Recht auf körperliche Autonomie.
denn das Kind kann nicht dasselbe behaupten. Über seinen Körper wird nicht verfügt. Kommen wir nun zu den nicht gefährlichen Fällen. Diesmal stehen wir vor einer ungleichen Situation. Wenn die Frau abtreibt, stirbt das Kind. Wenn sie das Kind gebärt, stirbt niemand. Zwar wird ihr Recht auf körperliche Autonomie verletzt, wenn die Abtreibung verboten wird, aber nicht ihr Recht auf Leben. Hingegen wird das Recht des Lebens des Kindes durch die Abtreibung gefährdet. Nun will sie zeigen, dass das Recht auf Leben nicht immer gilt. Das sagt sie zwar nicht so, denke aber, dass es letztendlich darüber hinausläuft. Sie unterscheidet zwei Interpretationen des Lebensrechts. Man kann das Lebensrecht als das Recht auf die Aufrechterhaltung des Lebens verstehen, was beinhaltet, dass man die Güter, die für die Aufrechterhaltung des Lebens notwendig sind, verlangen kann, Nahrung, Wasser, Medizin und so weiter. Oder negativ, als das Recht, nicht sein Leben genommen zu bekommen, beziehungsweise nicht umgebracht zu werden. Sie schreibt nun bezüglich des Rechts auf Aufrechterhaltung Folgendes. But suppose that we in fact as a bare minimum a man needs for a continued life is something he has no right at all to be given. If I'm sick unto death, and the only thing that will save my life is a touch of Henry Fonda's cool hand on my fevered brow, then all the same I have no right to be given the touch of Henry Fonda's cool hand on my fevered brow. It will be frightfully nice of him to fly in from West Coast to provide it. It would be less nice, so no doubt well meant, if my friends flew out to the West Coast and carried Henry from their back with them. Stellen wir uns vor, also ich paraphrasiere es vielleicht mal, also mit einem leicht veränderten Beispiel. Stellen wir uns vor, eine x-beliebige Person, die sehr weit von uns entfernt wohnt, könnte uns durch sein Handauflegen vom Tode retten. Thompson meinte, wir hätten kein Recht auf sein Handauflegen. Warum? Man könnte argumentieren, dass es manchmal zu aufwendig oder kostspielig wäre, solche Rechte auszuführen. Und dass dies der Fall bei dieser genannten x-beliebigen Person wäre. Aber Thompson wendet sich gegen die Lösung. Sie fände es schrecklich, wenn Rechte aufhören zu existieren, bloß weil es schwierig oder kostspielig wäre, sie auszuführen. Aber dann lässt sie ihre Behauptung auf offenem Boden beruhen. Sie erklärt nicht, warum wir nicht verlangen können, dass jemand weit von, entfernt von uns durch sein Handauflegen unser Leben rettet. Sie führt denselben Grund auch bezogen auf das Recht, nicht getötet zu werden. Die Kritik beiseite gelassen. Wenn das Recht auf Leben nicht immer gilt, dann könnte, so die Idee, man, indem man zeigt, dass das Recht auf Leben des Fötus nicht gilt, Gesetz, das Recht der Frau auf körperliche Autonomie würde weiterhin gelten, zeigen, dass die Interessen der Frau, da nur noch das Recht auf körperliche Autonomie diese berücksichtigt werden müsste, gelten und demnach Frauen moralisch entscheiden dürfen, egal in welcher Situation, ob sie abtreiben möchten oder nicht. Sie gesteht zu, denke ich, dass das Recht auf Leben des Fötus gelten würde, wenn die Frau verantwortlich für die Existenz des Fötus wäre, wenn sie beispielsweise beim Sex es beabsichtigt hatte, ein Kind zu bekommen und deswegen auch keine Verhütungsmaßnahmen ergriff. In diesem Fall müsste sie auch das Kind gebären. Aber selbst bei Fällen, bei denen nur die Lust auf Sex war, auch ohne Verhütung, welche letztendlich zum Kind führte, ist es für Thompson klar, dass die Frau nicht für die Existenz des Fötus verantwortlich wäre, denn die Spermien bahnten sich einen Weg in ihre Eizelle auch ohne ihren Willen. Und wie ein Einbrecher nicht das Recht auf das Eigentum des Besitzers haben kann, nur weil der Besitzer die Möglichkeit zum Einbruch offen ließ, so besitzt das Spermium, welches potenziell ein Kind ist, nicht das Recht auf die Benutzung des Körpers der Mutter, nur weil sie nicht versucht hat, die Spermien daran zu hindern. Deswegen darf die Frau entscheiden, ob sie abtreiben möchte oder nicht, weil einerseits in diesem Kontext das Recht des Kindes auf Leben nicht gilt, andererseits das Recht der Mutter auf körperliche Autonomie noch gilt. Dann habe ich noch zwei kritische Anmerkungen und ich möchte auch noch anmerken, dass ich die Sache natürlich ein bisschen verkürzt habe, dass der Essay, der in dieser Zeitschrift erschienen ist, ist 20 Seiten lang.
Und ja, ich wollte jetzt auch nicht so ein riesen Video machen. Ja, übrigens, die Seitenzahlen, die verweisen auf die Textstellen im Essay. Und ja, okay, zu den beiden kritischen Anmerkungen. Erstens, diesen Aufsatz von Thompson ist auch das berühmte Beispiel des Violinisten, welches als Analogie zur Schwangerschaft genutzt wird. Ein Violinist erleidet ein schweres Nierenversagen und braucht nun neue Nieren. Eine Truppe von Musikliebhabern beschließt nun, jemanden mit gesunden Nieren zu kidnappen und es mit dem Körper des Violinisten zu vernetzen, sodass die Nieren dieses Jemands das Blut des Violinisten ordentlich filtern können. Dann stellt Thompson rhetorisch die Frage, ist dieser jemand moralisch verpflichtet, sich das für 9 Monate, genauso lang wie die Schwangerschaft verläuft, das antun zu lassen? Das Beispiel ist irreführend, denn sie lässt in diesem Beispiel mitschwingen, dass dieser jemand an diesen Violinisten angekettet wäre, als ob seine Bewegungsfreiheit eingeschränkt wäre. Es wäre natürlich eine andere Sache, wenn eine Mutter 9 Monate am Bett gefesselt wäre. Zweitens, Thompson möchte eine Trennung machen zwischen etwas Gesollten und etwas, wozu man rechtlich verpflichtet ist. Die Trennung ist nicht klar. Sie unterscheidet den Fall, in dem zwei Brüder gemeinsam eine Schokoladentafel vergeben wird. In diesem Fall haben die Brüder jeweils Recht auf die Hälfte der Schokolade. Im Kontrast dazu der Fall, der nur der eine Bruder die Schokolade bekommt. In diesem Fall hat der andere Bruder nicht Anrecht darauf, allerdings sollte der Bruder ihm etwas abgeben. Es ist mir nicht klar, was genau dazu führt, dass bei dem einen Fall ein Anrecht generiert wird und beim anderen nicht. Ist es, weil im ersten Fall es ihnen durch eine Autorität aufgefordert worden ist, diese Schokolade zu teilen? In diesem Fall würde das Rechtmäßige allein durch Willkür bestimmt werden. Aber was allein ohne adäquate Begründung durch Willkür festgelegt worden ist, kann nicht moralisch bindend sein. Das würde ihre Argumentation wesentlich schwächer werden lassen. Demnach würden ihre Überlegungen nichts wert sein. Die Trennung muss auf irgendetwas anderes basieren. Solange das nicht klar ist, bleibt die Unterscheidung unklar. Hier geht es dabei darum, ein gewisses Minimum an moralischen Handlungen zu fordern, bei denen es keine unterliegenden Rechte und Verpflichtungen gibt. Sie umschreibt in diesem Zusammenhang das Violinistenbeispiel so, dass der Violinist nur eine Stunde die Niere des anderen benötigt. Analog dazu die Schwangerschaft ist sie der Meinung, dass selbst wenn die Frau vergewaltigt worden wäre und der Typ, der sie vergewaltigt hat, keine Vorsichtsmaßnahmen genommen hätte, damit sie nicht schwanger wird, sie trotzdem das Kind gebären sollte. Mir löst sich die Wahrheit des Essays nur auf, indem man eine pragmatische, die Rücksicht nimmt auf reale epistemische und psychische und physische Beschränkungen nimmt und eine idealistische Ethik, die dies nicht tut, trennt und zugleich die Unterscheidung von moralischen Geboten und Erlaubnissen berücksichtigt. Dann kann man ihren Aufsatz in der pragmatischen Ethik verorten, allerdings wird nicht gesagt, welche Beschränkungen sie genau berücksichtigt. Doch pragmatisch betrachtet kann man sagen, dass die Einhaltung bestimmter moralischer Rechte Vorrang vor anderen Rechten hat. Das Recht der körperlichen Autonomie gilt, weil wir aus psychischen und physischen Gründen nicht verlangen können, dass jeder seine körperliche Autonomie für moralische Ziele hergibt, auch wenn es im Prinzip moralisch gesollt wäre. Denn jeder hat sozusagen ein Anrecht auf ein wenig Amoralität. Deswegen kann eine Frau nicht moralisch verpflichtet sein, 9 Monate ihren Körper herzugeben. Ihr ist es aus einer pragmatisch-moralischen Perspektive erlaubt, dies nicht zu tun. Doch selbst aus einer pragmatischen Perspektive, da es sehr leicht ist, ist es moralisch gesollt, eine Schwangerschaft durchzuführen, die nur eine Stunde dauern würde. Oder jemand an anderem meine Nierenleistungen für nur eine Stunde zu geben.